Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herzlich willkommen, Frau Klebino, im Studio von Güstrow TV. Die nächsten 5 Minuten wollen wir über Theater sprechen. Die neue Spielzeit beginnt ja am 11. September mit dem ersten Konzert der Neubrandenburger Philharmonie. Worauf können wir uns als Besucher denn die nächsten Monate freuen? Ja, zum ersten philharmonischen Konzert wäre noch zu sagen, dass diesmal ja der neue Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie mitkommt, Herr Sebastian Tewingel. Sind wir natürlich alle sehr gespannt. Und ich würde auch allen Konzertfreunden empfehlen, sich nochmal im Internet über dieses Konzertprogramm der Neubrandenburger Philharmonie zu informieren. Denn die Neubrandenburger Philharmonie hat ganz herausragende und ganz junge Solisten verpflichtet in dieser Spielzeit. Welche prominenten Gäste sind denn, sagen wir mal so, in den nächsten 3 Monaten auf dem Spielplan verzeichnet? Ja, das ist also ein Programm mit sehr vielen Höhepunkten und prominenten Gästen. Es geht schon los mit Ingo Oschmann im September, mit Katja Epstein. Ja, dann könnte man auch noch nennen Karl Dahl, Comedy steht auch auf dem Programm. Dann gibt es auch ein schönes Programm mit Klaus-Jürgen Schlettwein und Michael Hansen. Ja, im November gastiert dann Ray Wilson, der ehemalige Sänger von Genesis im Theater. Es gibt auch eine sehr schöne Johann Strauss Gala mit dem Gala Symphonieorchester Prag, mit Gesangssolisten und mit dem Johann Strauss Ballett im Ernst-Barlach-Theater. Also sind sehr viele Höhepunkte und sehr viele bekannte Namen, auf die sich das Publikum freuen kann. Bekannt ist das Ernst-Barlach-Theater ja durch interessante Aufführungen, vor allen Dingen für jugendliche Theaterbesucher. Was erwartet uns denn da in den nächsten Monaten? Ja, natürlich haben wir auch wieder ein hochkarätiges Programm für Jugendliche im Ernst-Barlach-Theater, beispielsweise 2 Stücke zur Alkohol- und Drogenproblematik. Da gastiert das Volkstheater Rostock in Güstrow. Dann kommt das Theater Neustrelitz mit dem Stück Die Wannsee-Konferenz. Also hier geht es um die Entlösung der Judenfrage. Und wir haben eine sehr schöne Aufführung des jungen Schauspielensembles München. Eine Antigone, die aber radikal in die Gegenwart geholt wird. Und zwar handelt sie eigentlich von einem traumatisierten ehemaligen Soldaten, der im Kosovo-Einsatz war. Diese Vorstellung ist übrigens schon so gut wie ausverkauft. Im September kann man schon sagen, dass es auf Weihnachten zugeht. Stichwort Weihnachtsstollen in den Supermärkten. Was haben Sie denn für unsere jüngsten Theaterbesucher im Repertoire? Und da ist das Stichwort Weihnachtsmärchen. Ja, es gibt natürlich wie jedes Jahr sehr viele Weihnachtsmärchen. In diesem Jahr ist es etwas Rotkäppchen-lastig. Wir haben 2-mal Rotkäppchen, aber es sind trotzdem ganz unterschiedliche Aufführungen. Das eine Mal ist es ein Musical mit der Musikbühne Mannheim. Und die andere Rotkäppchen-Inszenierung ist eine Inszenierung nach Jewgeni Schwarz. Die bringt das Mecklenburgische Landestheater Parchim auf die Güstrower Bühne. Und dann gibt es auch noch Schneeweißchen und Rosenrot. Auch dieses Märchen spielt das Theater aus Parchim hier in Güstrow. Aber es gibt natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit viele Aufführungen für die Kinder. Aber der Dezember hält auch für Erwachsene einige Höhepunkte bereit. Ja, in der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit bietet es sich ja an. Es kommt ja fast in jedem Jahr das russische Nationalballett nach Güstrow ins Theater. Und in diesem Jahr werden aufgeführt die Ballette Der Nussknacker und Schwanensee. Bei der Aufführung des Nussknackers sind übrigens auch wieder die Tanzschüler aus Güstrow beteiligt. Die dürfen auch mittanzen. Ich denke mal, die sind schon beim Proben. Aber es gibt auch noch andere Höhepunkte für Erwachsene, beispielsweise Jazz, Lyrik, Prosa mit Anne Katrin Bürger, Uschi Brüning und Ernst Ludwig Petrowski. Oder auch, es gibt auch eine Gala der Volksmusik, unter anderem mit Toni Marshall und anderen Stars aus der Branche der Volksmusik. Ja, herzlichen Dank, Frau Klebino, für das Gespräch und ich wünsche dann natürlich einen guten Start in eine erfolgreiche Theatersaison. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.